Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Fazits zum Science-Fiction-Lesevorhaben. Wer jetzt gerade gar nicht weiß, worum es geht, den würde ich gern verweisen auf den ersten Teil des Videos oder dieser kleinen Videoreihe, dieses Video-Zweiteilers. Ich verlinke euch das nochmal unten in der Infobox und ja, ansonsten steige ich nämlich ohne lange Vorrede jetzt einfach ein und wir machen weiter mit dem nächsten Buch von meiner Lesevorhabenliste. Das müsste How High We Go in the Dark gewesen sein von Sequoia Nagamatsu. Das hier spielt in der nahen Zukunft in den 2030er Jahren und aufgrund des Klimawandels tauen Permafrostböden auf und ein altes Virus tritt wieder ans Tageslicht, das eigentlich seit der Steinzeit oder seit der Eiszeit da vergraben war und vergessen war. Aber das tritt wieder hervor, überträgt sich auf den Menschen und es breitet sich eine sehr, sehr tödliche Krankheit auf dem ganzen Globus aus und fordert viele, viele Todesopfer und die Medizin steht dem Ganzen etwas hilflos gegenüber. Also eine Pandemiegeschichte, wenn ihr so wollt. Und dann ist die Struktur des Buches noch ganz interessant und man muss ein bisschen über die Struktur erzählen, bevor man noch viel mehr zum Inhalt sagen kann, finde ich. Es ist nämlich im Grunde eine Mischung aus Kurzgeschichtensammlung und Roman. Also es gibt, wie gesagt, diese übergeordnete Story, aber jedes einzelne Kapitel steht ein bisschen als Kurzgeschichte für sich. In jedem einzelnen Kapitel haben wir wieder neue Protagonisten, denen wir folgen, einen neuen Ort und eine eigene Story. Die Protagonisten kennen sich zum Teil untereinander und treffen sich zum Teil untereinander, aber es sind doch irgendwo auch in sich abgeschlossene Geschichten. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass es eins dieser Bücher ist, von denen ich online so ganz, ganz unterschiedliche Meinungen sehe. Also ich habe schon Booktuber gesehen, die gesagt haben, es war ihr größtes Jahreshighlight. Und ich habe schon Booktuber gesehen, die gesagt haben, ich habe es abgebrochen. Und ähnliche Kommentare habe ich auch schon unter meinen Videos bekommen, wo ich das Buch erwähnt hatte. Da war jemand dabei, die meinte, danke, dass du das Buch erwähnt hast, Carina. Es war eins meiner größten Highlights dieses Jahr. Und genauso waren Leute dabei, die meinten, ich habe es versucht und ich war total enttäuscht. Also das ist schon mal ganz spannend. Ja, und jetzt ist die große Frage, auf welche Seite falle ich? Auf welche Waagschale? Ja, und ich muss leider sagen, ich gehöre zum Lager derjenigen, die enttäuscht waren. Also ich glaube irgendwie, in dem Fall hat diese Mischung aus Kurzgeschichtensammlung und Roman bei mir nicht so gut funktioniert. Denn nur wenige der Kurzgeschichten haben mich wirklich als alleinstehende und für sich stehende Kurzgeschichte so richtig überzeugen können. Und dann war es eben auch so, dass ich aber nicht so in dieses typische Romanlesefeeling hineinfallen konnte, wo ich einfach nur deshalb eine Geschichte gerne lese, weil ich halt die Protagonisten kennenlerne und an ihrem Schicksal teilhaben will. Das war mir halt nicht so vergönnt, weil man ja in jedem Kapitel wieder rausgerissen wurde, wieder neue Protagonisten vor die Nase gesetzt bekommen hat. Und das hat es mir irgendwie schwer gemacht. Und ich möchte positiv herausstellen, dass auch hier einige coole Ideen drin stecken, die auch coole Denkanstöße geben. Also das Buch steckt, das habe ich noch gar nicht so gesagt, voller skurriler Ideen. Zum Beispiel entwickeln sich in dieser Welt ganz skurrile Geschäftsmodelle, wie man mit diesen vielen Todesfällen umgehen kann. Um da ein Beispiel zu nennen, was ich so mit am erschreckendsten fand, es entstehen dann Freizeitparks, die dafür da sind, tödlich infizierte Kinder möglichst gnädig umzubringen im Prinzip. Also die Eltern können dann mit ihren Kindern, die eben mit dem Virus infiziert sind, in diese Freizeitparks gehen und können da nochmal einen großartigen Tag erleben, wo sie alle Fahrgeschäfte ausprobieren und Achterbahnen und so weiter. Und am Ende des Tages werden die Kinder auf eine Achterbahn gesetzt, die so schnell ist und so rasant um die Kurven geht, dass man die Fahrt nicht überleben kann. Und das soll dann eine besonders gnädige Art sein, Kinder, ja, zu töten, damit sie nicht so lange mit dieser Krankheit hinsiechen müssen. Und solche skurrilen Ideen stecken hier drin. Also zum Teil schon gute Denkanstöße. Und ich habe da so ein bisschen so Kapitalismuskritik rausgelesen und interessante Gedankenspiele, die zum Teil hier drin stecken. Aber ich bin nicht warm geworden mit dem Buch. Ich erinnere mich, dass ich es über einen recht langen Zeitraum gelesen habe, was damit zusammenhing, dass ich nicht viel Zeit zum Lesen hatte, was aber definitiv auch damit zusammenhing, dass ich nie so richtig Lust hatte, das Buch wieder zur Hand zu nehmen und weiterzulesen. Und ich erinnere mich daran, dass ich mehrfach mit dem Gedanken gespielt habe, es doch einfach wegzulegen und
und sein zu lassen. Und ich habe es bis zum Ende durchgehalten, aber wie gesagt, bis zuletzt bin ich mit dem Buch nicht so richtig warm geworden. Tut mir leid, aber manchmal ist das halt so. Dann habe ich euch in dem Video erzählt, dass ich gerne mal was von Stanislaw Lem lesen würde, einem ganz großen Namen der Science-Fiction-Literatur. Und ich hatte dann ein Buch gezeigt, das heißt Best of Lem, und da sind so verschiedene Texte von ihm versammelt. Es ist dann aber ein bisschen anders gekommen. Stattdessen habe ich dann Solaris von Stanislaw Lem abermals als Hörbuch gehört tatsächlich. Das kam so, dass ein befreundeter Autor von mir, der großer Science-Fiction-Fan ist und auch selbst Science-Fiction schreibt, Ralf Edenhofer. Kleine Schleichwerbung an der Stelle. Ich habe auch schon mal ein Buch von ihm vorgestellt auf dem Kanal. Das ist lange her, aber wer nach dem Namen Ralf Edenhofer auf meinem Kanal sucht, der findet das bestimmt noch. Er hat gesagt, ich habe ein Hörbuch von Stanislaw Lem und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann leihe ich dir das aus. Und so ist das dann gekommen, dass ich halt Solaris von ihm bekommen habe und das gehört habe. Und das ist eine First Contact Geschichte, also eine Geschichte darüber, wie die Menschheit das erste Mal mit einer Alien-Spezies in Kontakt tritt. Und zwar gibt es diesen Planeten Solaris, der komplett von einem Ozean bedeckt ist. Und dieser Ozean ist ein in irgendeiner Form denkendes, lebendes Wesen, ein einziger großer Alien, wenn ihr so wollt. Und es gibt eine Forschungsstation Solaris und wir folgen einem Psychologen Chris Kelvin, der neu auf diese Forschungsstation eintrifft. Und es ist so, dass die Menschheit schon seit 100 oder vielleicht sogar hunderten Jahren, also schon sehr lange, an diesem Ozean forscht und er ihnen immer noch Rätsel aufgibt und man immer noch kaum irgendwelche der vielen Fragen, die man hat, beantworten konnte. Und auch es nicht geschafft hat, mit dem Ozean zu kommunizieren. Ja, und Chris Kelvin trifft einen auf dieser Forschungsstation und die anderen Forschenden dort sind psychisch in sehr labilem Zustand und es geschehen merkwürdige Dinge auf dieser Forschungsstation. Damit lasse ich euch mal, das lasse ich mal so stehen als Inhaltsangabe. Das Buch fing, finde ich, extrem stark an. Also ich war sehr beeindruckt davon, wenn man bedenkt, dass das, jetzt habe ich nicht nachgeguckt, wann das erste Mal erschienen ist, aber das ist eben schon einige Jahrzehnte alt, das Buch. Und ich fand das Storytelling extrem modern in der Art und Weise, wie Lem hier Spannung aufbaut, wie er so ein Mysterium aufbaut, dass man als Leser anfängt zu rätseln und wissen zu wollen, was da los ist, wie er auch Grusel aufbaut. Ich fand es zum Teil echt ein bisschen unheimlich, also extrem gut. Und dann muss ich sagen, so stark es anfing, so stark ließ es dann auch wieder nach. Und zwar macht Stanislaw Lem leider ein unglaubliches Infodumping in dieser Geschichte, wie ich es also selten erlebt habe. Und es ist auch überhaupt nicht beschönt oder irgendwie nett dem Leser verpackt, sondern es ist einfach so, dass an mehreren Stellen im Laufe der Geschichte unser Protagonist in die Bibliothek geht auf dieser Forschungsstation und Arbeiten und wissenschaftliche Artikel und Studien liest von Forschern, die vor ihm kamen, die eben an diesem Ozean geforscht und gearbeitet haben. Und dann wird uns in epischer Breite erzählt, was für Theorien die entwickelt haben und was für geometrische Formen dieser Ozean ausbildet, wie eine Form in die andere übergeht, was es da für Klassifizierungsmöglichkeiten gibt und für Namen und also wie gesagt, ich habe das als Hörbuch gehört und an diesen Stellen fiel es mir unglaublich schwer, konzentriert zuzuhören, sodass ich mehrfach gemerkt habe, ich bin mit den Gedanken woanders, ich muss wieder zurückspulen und das nochmal hören. Und dann habe ich die Stelle nochmal gehört und meine Gedanken sind wieder abgeschweift, bis ich dann gedacht habe, okay, ist egal, ich habe das jetzt nicht komplett gehört, aber ich glaube, es ist auch für die Story gar nicht so wichtig. Und was war? Es war für die Story nicht wichtig. Also das hat dann dazu geführt, muss ich gestehen, dass ich die zweite Hälfte des Hörbuchs nicht so aufmerksam gehört habe wie die erste Hälfte und dass mein Eindruck, mein abschließender Eindruck zum Buch letztendlich leider nicht so gut ist. Aber es war definitiv nicht das Letzte, was ich von Lem gelesen habe. Denn, ich sag mal, sein Potenzial als Schriftsteller, das habe ich durchaus erkannt. Also hier stecken auch geniale Ideen drin. Der Anfang des Buchs hat mir gezeigt, dass er richtig gutes Storytelling drauf hat. Er hat das Ganze halt nur leider mit diesem Infodumping auf eine unerträgliche Weise verwässert. Also, das war mein erster semi-erfolgreicher Ausflug in das Werk von Stanislaw Lem. Aber da wird hoffentlich noch mehr nachkommen.
Außerdem habe ich euch in dem Video Die drei Sonnen von Shixin Liu gezeigt. Das ist ja der erste Teil der Trisolaris-Trilogie. Auch hier geht es um eine First-Contact-Story und die Menschheit tritt in Kontakt mit einer extraterrestrischen Lebensform, deren Besonderheit ist, dass der Planet, auf dem sie leben, unter dem Einfluss von drei Sonnen steht. Glaube ich zumindest, denn gelesen habe ich das gute Buch noch nicht. Ich habe unter dem Video zu meinem Science-Fiction-Lesevorhaben einige Kommentare bekommen und ohne das jetzt genau gezählt zu haben, aber ich glaube, ich kann mit Sicherheit sagen, die allermeisten Kommentare kamen zu diesem Buch. Das hat in Deutschland sehr viele Leser gefunden und das hat sich auch in den Kommentaren wieder gespiegelt. Da gab es ganz viele, die das schon kannten und die Kommentare haben ein breites Spektrum an unterschiedlichsten Meinungen wieder gespiegelt. Von Leuten, die mir davon abgeraten haben, bis zu Leuten, die meinten, es war ganz großartig. Und ich muss gestehen, mich haben die Kommentare ein bisschen verunsichert. Und bis jetzt weiß ich noch nicht so richtig, ob ich das Buch weiterhin lesen möchte oder nicht. Man hört halt zum Teil auch nicht so gute Sachen über die Bücher oder über den Autor, der irgendwie politisch auch ein bisschen schwierige Meinungen hat oder auch in dem Buch verarbeitet hat. Keine Ahnung. Es sind drei sehr dicke Bücher, also es ist ein ziemliches Commitment, wenn man die Trilogie wirklich komplett lesen möchte. Vielleicht trägt das auch dazu bei, dass es mich ein bisschen vorsichtig werden lässt. Ich muss sogar sagen, ich habe mal in das Hörbuch reingehört als Leseprobe vom ersten Teil und der Einstieg wird einem nicht super leicht gemacht. Also, wenn ich mich recht erinnere, ging es dann direkt um so politische Umbrüche, die da passieren, wo man sehr konzentriert zuhören muss, um mitzukriegen, was für unterschiedliche Parteien und Interessensgruppen es da gibt und was deren Ziele sind. Und ja, also ich muss mir das nochmal gut überlegen, aber ich tendiere immer noch dazu, es lesen zu wollen. Ich merke, dass ich nach wie vor neugierig darauf bin. Auf meiner Liste standen auch die Hyperion-Gesänge von Dan Simmons. Das können wir kurz und knapp abhaken. Habe ich noch nicht gelesen, möchte ich aber weiterhin unbedingt lesen. Das ist auch so ein Science-Fiction-Klassiker, über den ich ganz, ganz tolle Dinge gehört habe. Und es gibt keinen Grund dafür, warum ich es noch nicht gelesen habe, außer es ist einfach nicht passiert. Ich habe noch nicht dazu gegriffen. Ich habe zuerst zu anderen Büchern gegriffen. Aber es ist eine gute Erinnerung, das hier nochmal auf der Liste zu sehen. Ich schreibe mir das nochmal ganz dick hinter die Ohren, dass ich das noch lesen möchte. Oh je, und dann kommen wir zu Pantopia von Theresa Hannig, was ich auch noch auf der Liste hatte. Das habe ich definitiv schon mal für euch rezensiert, anders als die meisten anderen Bücher aus dieser Liste. Und wer nach dem Titel oder der Autorin sucht auf meinem Kanal, der wird das auch finden. Es ist Science-Fiction aus deutscher Feder und es geht um zwei junge Menschen, die eine künstliche Intelligenz entwickeln, die eigentlich an der Börse handeln soll, die dann aber zu Bewusstsein erwacht und alles sieht, was auf der Erde so schief geht und einen Plan entwickelt, wie man eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Welt und Gesellschaft aufbauen könnte und dann versucht, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Leider Gottes hat das Buch mir überhaupt nicht gefallen, was ich wirklich, wirklich schade finde, weil es eigentlich so eine Art von Science-Fiction ist, die auch so in die Richtung Hope-Punk geht, die so ein bisschen hoffnungsvoll ist, die ausmalt, wie wir eben eine Utopie aufbauen könnten in der Welt und dann auch noch von einer deutschen Autorin bei dem tollen Fischer-Thor-Verlag erschienen. Also ich war Feuer und Flamme, als ich davon gehört habe. Und dann hat das Buch in meinen Augen ein ähnliches Problem wie für alle, die mein anderes Fazitvideo gesehen haben, das Ministerium für die Zukunft. Nämlich auch hier bei Theresa Hannig finde ich, sie hatte gute Ideen und interessante Ideen, aber sie schafft es nicht, in meinen Augen eine überzeugende Geschichte dazu zu erzählen. Also ihre Ideen dazu, wie man diese utopische Gesellschaft aufbaut, fand ich durchaus ansprechend und interessant. Aber ich fand das Buch unglaublich langweilig, leider. Ich sehe, wo und wie sie Spannung aufbauen wollte, aber es hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich mochte auch ihre Charaktere jetzt nicht besonders. Es gab irgendwie so eine Liebesgeschichte, die mich völlig kalt gelassen hat. Und letztendlich habe ich mich unglaublich durch dieses Hörbuch gequält. Auch das habe ich als Hörbuch gehört. Ja, hört euch bitte auch andere Rezensionen dazu an, denn es gibt da draußen auch positive Rezensionen. Ich habe definitiv auf Instagram schon positive Rezensionen dazu gesehen, also holt euch andere Meinungen dazu ein. Für mich persönlich hat es leider überhaupt nicht funktioniert.
Und der letzte Punkt von meiner Liste ist die Sternenbrücke von Robert Corvus, wo es um einen Mann geht, der seine Frau bei einem tragischen Unfall verliert, bei einer Detonation an einer Sternenbrücke, durch die sie in den Hyperraum verfrachtet wird. Und er heuert auf einem Raumschiff an, mit dem Ziel, nach ihr zu suchen und sie wiederzufinden. Ich hatte in meinem Lesevorhaben-Video erzählt, dass ich von Robert Corvus schon mal versucht habe, Fantasy zu lesen. Das ist ja auch ein deutscher Fantasy- und Science-Fiction-Autor. Und ich hatte mal angefangen mit dem ersten Teil der Filiasson-Saga, die er ja zusammen mit Bernhard Hennen schreibt. Und habe da recht schnell festgestellt, dass das gar nicht oder vielleicht auch gar nicht mehr meine Art von Fantasy ist. Und habe das abgebrochen und wollte ihm aber gerne nochmal eine Chance geben und habe halt gedacht, ja, vielleicht lese ich ja mal Science-Fiction von ihm. Und auch zu diesem Buch habe ich noch nicht gegriffen und habe es noch nicht gelesen. Und ich merke, dass es daran liegt, dass ich doch ein bisschen Sorge habe, dass es mir hiermit ähnlich gehen wird wie mit seiner Fantasy und dass es einfach nicht so meine Art von Buch sein wird. Und ich finde eigentlich jetzt im Nachhinein ein bisschen schade, dass ich nicht dazu gegriffen habe, denn jetzt, wo ich mir die Inhaltsangabe nochmal angesehen habe, fand ich wieder, es klingt eigentlich ganz ansprechend. Aber es ist nun mal so, dass ich eine lange Liste von Büchern habe, die ich gerne lesen möchte und dass da viele draufstehen, wo ich noch nicht so schlechte Erfahrungen mit Büchern von den Autoren gemacht habe und nicht dieselben Sorgen habe und diese Bücher, zu denen greife ich dann einfach eher. Deswegen, wenn ich realistisch und ehrlich mit mir bin, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich die Sternenbrücke von Robert Corvus noch lesen werde. Es sei denn, es gibt jemanden unter euch, der sagt, Mensch, das war ein super Buch, das wird dir total gefallen. Also falls das irgendwer von euch kennt, lasst mir sehr gerne nochmal eure Meinung dazu da. Auch hier schwanke ich, aber tendiere eher zu, ich streiche es von der Liste. Ja, das war mein Fazit zu meinem Science-Fiction-Lesevorhaben. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare unter diesem Video. Was davon sollte ich noch lesen? Was von den Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, brauche ich eurer Meinung nach nicht mehr lesen? Und was sind eure Meinungen zu den Büchern, die ich schon besprechen konnte? Wenn ihr möchtet, kann ich auch einen klitzekleinen Ausblick geben. Also seit diesem Lesevorhaben-Video ist ja ein halbes Jahr vergangen. Und jetzt sind auch schon wieder neue Bücher natürlich auf meine Science-Fiction-Wunschliste gekommen. Zum Beispiel möchte ich unbedingt noch lesen This is How You Lose the Time War von, ich habe mir da einen kleinen Spickzettel ins Handy gemacht, von Amal El-Mota und Max Gladstone. Das ist so eine Science-Fiction-Zeitreise-Novelle, die super gut sein soll, die leider bei der deutschen Übersetzung mit so ein bisschen einem kitschigen Titel und einem kitschigen Cover übersetzt wurde. Der deutsche Titel ist Verlorene der Zeiten. Also wenn ich das in der Buchhandlung gesehen hätte, hätte ich nicht dazu gegriffen. Aber lasst euch bitte von dem leichten Hang ins Kitschige beim deutschen Buch nicht abhalten, denn ich habe unglaublich gute Sachen über diese Zeitreisenovelle gehört. Die soll sehr, sehr gut sein. Mir ist auch ein Buch empfohlen worden von einem Bekannten namens Blind Side von Peter Watts. Was er dazu geschrieben hat, klang sehr, sehr gut. Auch das ist eine First-Contact-Story, wenn ich mich recht erinnere. Und er hatte davon erzählt, wie das in ihm nachhalte. Und also er hat einige Dinge dazu gesagt, die mich sehr neugierig darauf gemacht haben und das ganz nach oben katapultiert haben auf meine Science-Fiction-Wunschliste. Außerdem möchte ich super gerne den zweiten Teil des Monk and Robot Zweiteilers von Becky Chambers lesen. Den ersten Teil hier habe ich gelesen, aber hier gibt es auch mittlerweile den zweiten Teil. A Prayer for the Crone Shy heißt der, glaube ich. Beides, soweit ich weiß, noch nicht ins Deutsche übersetzt, aber den zweiten Teil möchte ich auch unbedingt noch lesen. Also, es wird nicht langweilig, wie ihr seht, habe ich kaum eine Chance, bei meinen vielen Lesevorhaben hinterherzukommen, aber das Problem kennt ihr ja sicher. Also, an dieser Stelle danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!